Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Anno 1800. Hi. Sarah kümmert sich heute um... Was machst du jetzt denn? Ich suche... Ja, aber warum hast du die Schiffe dafür ausgewählt? Was ist das denn? Das ist ein Gasvorkommen. Gas! Das ist nur eine Gas... Ach, auf diesen Eisschollen kann man Gas... Ja, und ich glaube, man kann da nicht mal ein Kontor bauen, oder? Ich könnte mir vorstellen, dass man dafür die Luftschiffe schon braucht, weil da ist ja nichts zum Anlegen. Ist auch Ölgas? Robben im Überfluss. Ja, diese Insel, würde ich sagen, müssen wir uns mal krallen. Was kostet denn? Ist das der alte Mate hat seine Eigenarten. Ach, das ist der Walfinger. Hast du schon, ist das andere Schiff eigentlich schon angekommen? Das mit den, Das Rentier habe ich schon wieder nach Hause geschickt, sogar. Also das meinst du? Ja, das habe ich auch schon. Das kannst du nicht ausladen, ist voll. Ach, es gibt hier keine Ziegels? Ja, noch nicht. Vielleicht kommt das noch. Wahrscheinlich aber nicht, könnte ich mir vorstellen. Okay, das heißt, wir brauchen einfach nur Wood und Metal. Kann jemand alles Wood mit dabei haben? Die ganzen 9 Tonnen. Und, nee. Bisschen was Metaliges. Jetzt hast du schon wieder beide Schiffe ausgewählt. Du hast schon wieder beide Schiffe ausgewählt, wie immer. Ja, aber warum? Ja, warum drehst du das immer nochmal? Das ist das Schiff, was du rüberschicken willst, oder? Nee, stimmt nicht. Das musst du da bleiben. Bleiben Sie stehen! Sie belästigen den das Rainer! Das Schöne ist ja, du wirst da nochmal eine ganz neue Siedlung aufbauen dürfen, ne? Für die Arbeitskraft. Gibt ja kein Bettlerkai. Auf die du kannst übrigens den Bärenrobben-Typen jetzt abreißen, dann haben wir ein bisschen mehr Holz. Weil das geht ja sowieso nicht. Abreiß-O-Markt, da ist er. Frage ist dann, ob wir auch die Gänsefedern und das andere hier nicht machen sollten. Wahrscheinlich ja dann nicht, ne? Damit hatte ich nicht gerechnet. Mit was? Ja, den musste ich auch schon wieder umziehen lassen, aber das funktioniert immer noch nicht so klasse da. Aber es gibt einen zweiten. Reiß mal bitte. Nee. Das macht alles nicht besser, das habe ich auch schon probiert. Lass es einfach da. Okay. Reiß mal die Gänseleute wieder ab. Die brauchen wir dann auch nicht hier, das können wir besser. Die können doch Gänse. Ja, aber willst du jetzt echt dann nur die Robben rüberbringen? Ich bin ja ein Fan davon, immer die Produktionsketten komplett dazu haben. Ja, dann ist. Und das, was da angedeutet ist, kannst du auch dann entdeuten. Bereit zum Einsatz! War das die richtige? Ja, ne? Aber die Musik ist, Eine Epidemie breitet sich aus. Ich habe da eine fette Gelegenheit aufgetan. Das erinnert mich an so ein anderes Projekt, dieses Roboter-Logo, was jetzt zeigst du mir ein gewisser Rock nicht weiterführen möchte. Mich auch. Neue Befehle? Ja, Konto. Kostet 10 Holz. Ich habe 9 dabei. Schlachtkreuz auf dem Weg! Das ist schön. Finde ich gut. Wovon ist alles gut, womit durch wir nicht weiterkommen? Nee, womit speziell du nicht weiterkommst. Alter. Dö. Weißt du, wie lange ein Mensch durch so einen großen Wal ernährt werden kann? Tja. Kann man Wal überhaupt essen? Ja, auf jeden Fall, das Fett davon wird ja genutzt. Hast du ja gerade vorgelesen. Ja, aber Wal muss ja auch Fleisch haben. Ja, Walfleisch wird auch gegessen. Die ganzen Japaner machen das doch so gerne. Hast du schon mal probiert? Echt? Ja. Chinesen essen alles, das weiß ich. Das stimmt so nicht. Ich weiß auch nicht, ob die Wal essen. Wal ist typisch japanisch, soweit ich weiß. Okay. Sind auch eine der wenigen, die noch Walfangen erlauben. Rasch ist ein Rainer! Reines Winkel! Öllampen versorgen! Ja, die Frage ist, ob wir einfach sagen, wir machen einfach noch mehr Entdeckter, bis wir Öllampen machen können und überspringen die Schlafsäcke, aber wir werden irgendwann die Schlafsäcke brauchen. Ja, eben, deswegen würde ich sagen, wir machen jetzt erstmal die Säcke. Das war ein sehr erfolgreicher Ausflug für den Rainer. So, Rainer! Nur noch alles Holz mit. Kessel unter Dampf!
Warum hast du nicht alles Holz mitgenommen? Die Attraktivität ihrer Stadt hat verringert. Dann sind wir wieder überholzt. Wir sind niemals überholzt. Bau mal die Polarwand. Ich möchte Ihnen das hier geben. Ja? Oh, da bin ich froh. Die da angedeutet ist, in der Mitte. Nutzen Sie es weiter. Nein, was machst du denn jetzt? Ich wollte Pause drücken. Warum willst du Pause? Ja. Lass mich. Ja. Lass mich mal. Da. Das Upgrade und das. Warte. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Das muss noch weg. So. Da haben wir jetzt die Wacht. Tatkräftige Polarwächter werden ausgebildet. Und da kommen die Schiffe mit dem Schiff, mit dem Holz kommt. Wir haben jetzt keine Zeit. Das ist ja mal das schrecklichste Placement des Kontors, das ich je gesehen habe. Langsam mit den jungen Pferden. Oder ihre Schädel liegen eines Tages in deinem Bettchen. Du bist doch gar nicht hier! War das eigentlich die richtige Insel? Was sie wollen! White Inlet. Vielleicht hätten wir die Gänse doch auf der anderen machen sollen, weil diese Insel ist einfach mal winzig. Ja, das ist richtig. Aber du brauchst vorher ein Dorf. Ja, wir brauchen aber Bevölkerung hier ja, auch. Ist korrekt. Ist das gut? Ein Feuer Voll. Ist ausgebrochen. Der Marktplatz brennt. Wie ist das denn passiert? Oh, wo ist die Feuerwehr? Geil, deshalb hat er uns alarmiert. Ja, passt schon. Kriegen sie schon hin. Wir müssen jetzt irgendwas im ein Inuit-Relikt ausstellen. Wann hast du diesen Auftrag denn angenommen? Wir haben eine Stunde Zeit. Wann hast du den Auftrag angenommen? Hab ich gar nicht. Ich hab den nicht aufgenommen. Pass mal auf, wir müssen jetzt auf jeden Fall sowas hier hinmachen. Ja, der muss leider nirgends, kann ich nichts für. Ja, 20 Ois. Ja. Du brauchst einen Weg zum Kontor. Bitteschön. Oh, das ist so entspannte Musik, ne? Hättest mal ein bisschen mehr Holz mitgenommen, ne? Ich glaube, ich muss hier noch Holz produzieren. Ja, dafür brauchst du aber Wärme. Also, um Wärme zu bauen, brauchst du. Ich weiß Einwohner. Schon nicht mehr, wie es sich anfühlt, seine Nase zu spüren. Ja, dann bist du dir gewöhnt. Hättest mal mehr Holz mitgenommen. Ey, die stellen sich aber, das ist doch scheiße in der Arktis. Was übrigens, das müsste der Schiff ist, glaube ich, angekommen, oder? Nee, das ist das andere Schiff. Die Flammen wurden gelöscht. Stimmt nicht. Das Schiff ist in der. In Cap Trelawney, glaube ich, angekommen, mit dem Relikt. Ja, aber dann kann ich eigentlich die Revolution. Ah, man sollte vielleicht alles Holz mitnehmen. Man darf nicht vorher drauf kommen, wenn man alles Holz. Neue Befehle! Und der Reine. So. Gegen William Easel. Genau. Hallo. Hallo! Moin. Uns fehlen noch Mittel. Stimmt was nicht mit meiner Herangehensweise? Stimmt was nicht mit meiner Herangehensweise? Was ist das für eine Ausdrucksweise hier? Warum fröstet ihr denn? Da hieß doch nicht kühl. Doch, kühl ist ja schon die erste, ist ja schon eine gute Stufe. Es geht ja, dann müssen die Schlafsäcke haben und Schnaps, damit es ihnen besser geht. Achso, und dann finden sie nicht voll geil. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Jetzt ist das andere Holz da. Ja, das waren dann die Häuser. Jetzt hast du ganz schön viel Holz. Jetzt hast du ganz schön viel Holz verschwendet, ja. Man kann sich auch. Da hast du bestimmt 20 Tonnen Holz gerade weggeschmissen. Die Menschen lassen sie hochleben. Okay, bevor ich irgendwas mache, mache ich jetzt erstmal die Teilskraft. Dann brauche ich eine Köhlerei, dafür brauche ich Arbeiter. Das funktioniert alles nicht. Du musst nur das halt zeitnah hintereinander bauen. Man sieht richtig, wie die Schrauben im Kopf von Cyrock gerade rumdrehen. Was mache ich jetzt? Ja. So, dann. Löhäuser.
von Ölkühler. Die braucht nicht so nah dran. Mach die mal weiter weg. Weil die braucht als einziges keine Energie. Das ist falsch gesetzt. Kann ich unterschreiben, ja? Genau, dann kannst du jetzt anfangen zu kühlen. Geringe Wärme. Euch ist kalt, ist mir klar. Kommt bald, hoffentlich. Ist aber nicht ange. Kannst du schneller, kannst du ein bisschen schneller kühlen? Die erste Tonne ist schon da, also müsste gleich losgehen. Es mangelt an Arbeitskraft. Wo fährt er denn zum jetzt hin? Heizkraftwerk und Kohle, um zum Markthaus zum Kohle abzuholen. Also ist nicht, okay, dann muss ich, glaube ich, dann nochmal einen Markthaus nehmen. Dann wird er sich freuen. Alter, was machen wir auf einmal für ein Geld? Während er hier wieder ankommt, ist der Markthaus jetzt da. Was wir auf einmal für ein Geld machen gerade, jetzt geht's wieder runter. Ich würde vielleicht doch sagen, dass wir die Gänsefarm auf der anderen Insel machen, weil es hier einfach sau... Okay, ich mache aber hier ja, jetzt auf jeden Fall schon mal den Ruppen. Der Weg, den du da gebaut hast, war nicht so gut. Und das Ende des Wegs ist das Haus am... Nee, ich würde erst den Weg neu bauen, bevor ich den alten abreiße. Ja, warum auch direkt die ganze Küste frei machen? Und am Ende des Steges steht eine Robbe am See. Der braucht auch Wärme. Echt jetzt? Ja. Dann will ich nochmal so einen Köhler bauen. Boah, ey, die sind aber auch echt... Ich glaube, das ist der Grund, warum es dann später Gas gibt, Sarok. Hier ist immer noch eine leichte Unterversorgung an Arbeitskräften. In der Tat. Wir jetzt gerade einfach noch die Hälfte von dem machen, was wir vor einer Minute gemacht haben. Das wird wieder nicht reichen von der Entfernung. Jetzt haben wir wieder kein Holz mehr. Ist, glaube ich, schon wieder zu weit weg, wie du da auf der Karte siehst. Der heißt, du musst in der Innenbahn bauen. Zart. Oh, ist leider das Goldkraftwerk. Nee. Eiskalt. Oh, da ist hochgegangen auf kalt. Ja, aber da ist doch ein Heizungsruhe. Alles gut. Trotzdem wieder mal Holz. Das andere Schiff mit 100 Tonnen Holz ist angekommen, Sarah. Das kann nicht. Weil der Gurix hat vorgesorgt in seiner Folge. Häuser stehen nach der Epidemie leer. Ich finde das White Inlet. Das habe ich vorhin schon gesagt, da hast du überhaupt nicht drauf reagiert. Da habe ich vielleicht nicht aufgepasst. So, wo ist irgendwo ist was draufgegangen, hier habe ich gehört. Boah. Ja, wieder aufbauen. Ihre Stadt ist attraktiver geworden. Ja, Papa die Bubi. Spielstand gespeichert. Du, das heißt im Umkehrschluss, dass das hier jetzt eigentlich die Robbe laufen muss. Die Robbe. Ne? Mal zu, wie du eine Robbe fängst. Es liegt übrigens halb im Strich. Halb im Strich? Jetzt fang doch mal eine Robbe. Ihr müsst jetzt mal eine finden. Da! Und hepp! Ja! Ich werde mal so sich angucken, oder nicht? Nee. Warum? Okay. Das hat nicht viel gebracht. Können wir übers Wasser laufen vielleicht? Sind wir Jesus? Können wir ihm so zugucken. Guck mal, wie da hinten die Insel einfach aufgetaut ist. Die Menschen lassen sie hochleben. Hat der jetzt eine Robbe dabei? Ja. Oder fährt er einfach wieder zurück? Das ist ja nicht Jormund. Da ist doch eine Robbe. Da! Die Arien. Da, die ist doch schön. Was ist mit euch los? Den fehlt Kohle. Ach so.
Ja, die können das aus dem Kontor holen. Das ist nicht das Thema, glaube ich. Ah ja, genau, genau. Aber das musste vorher, muss eine Kohle da sein. Ah, ne, die holen das direkt von dem. Wenn, dann musst du ein Markthaus an die. In den Kühler bauen, aber. Geht aus wo? Soll ich mal nicht so anstellen. Meinst du, man kann später auch verbesserte Straßen bauen? Gepressten Schnee? Ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt schon gepresster Schnee ist, weil wir müssen ja Geld für bezahlen. Ja, nicht völlig kostenlos. Ja, ein bisschen Holz brauchen wir wahrscheinlich auf der anderen auch noch. Ja, gut. Jetzt, eigentlich brauchst du doch hier auch, oder willst du hier doch Gänse anbauen? Ja, mal, oder kannst. Ja, ich weiß es nicht. Wir brauchen auf alle Fälle dann ein Schiff für Arktis. Ja, das brauchen wir so oder so. Dann gebe ich schon mal eins in Auftrag. Ja. Ich höre von meinen Täubchen nicht immer. Nein, sag, wir sind im absoluten Late Game. Können einfach rausprassen. Das Einzige, was das ist, ist, dass das Einfluss kostet. Aber ist doch scheißegal. Und mit diesen arroganten Worten von Daryl war es das für heute schon wieder. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich bin beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts gibt es die Folge klicken. Unten rechts ein Projekt von mir und euch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.